Im entscheidenden Punkt ist sich die Städteentwässerung und Straßenreinigung Straubing, kurz SER, mit den Grünen einig. Die Monoklärschlammverbrennungsanlage in Straubing wird gebaut. Und ein weiterer Punkt, den beide Seiten begrüßen, die Bürger sollen mit einbezogen werden. Deshalb hat der Stadtrat bereits im Dezember für ein Ratsbegehren gestimmt. Bei der Sitzung am Montag wurde nun entschieden, über was die Wahlberechtigten am 26. Mai, dem Tag der Europawahl, genau abstimmen dürfen. Die Formulierung lautet: Sind Sie damit einverstanden, dass die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden für die Errichtung einer Monoverbrennungsanlage mit einer Kapazität von 120.000 Tonnen? Das entspricht ca. 40.000 Tonnen Trockensubstanz, an der Kläranlage Straubing geschaffen werden. Doch genau diese 120.000 Tonnen sind den Grünen ein Dorn im Auge. In einer Pressemitteilung fordert die Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, Feride Niedermeyer, dass im Bürgerentscheid auch klar und deutlich eine Alternative zu dieser 120.000 Tonnen Verbrennungsanlage genannt werden muss. Doch darauf wurde bei der Sitzung am Montag keine Rücksicht genommen. Dennoch sieht Jürgen Petrak eine gewaltige Herausforderung auf die SER zukommen. Die Aufgabe ist keine kleine. Wir müssen jetzt sehr viel Öffentlichkeitsarbeit leisten. Wir müssen die Informationen aufbereiten, damit die Bürger bestmöglich informiert sind, damit sie unserem Vorschlag folgen können, eine 120.000 Tonnen Anlage in Straubing zu errichten. Ob durch mehr Informations- und Aufklärungsveranstaltungen die Bürger überzeugt werden können, bleibt abzuwarten. Falls die Straubinger aber gegen die 120.000 Tonnen Variante stimmen, würde es wahrscheinlich zu einer neuen Debatte kommen.